Wenn ein Bitcoin-Apostel wie Michael Saylor von MicroStrategy dem Altmeister Warren Buffett meint, einen Ratschlag erteilen zu müssen, dann würde ich langsam ein bisschen vorsichtig werden. Dann würde ich mir denken, oh, das ist ein bisschen heiß gelaufen. Wenn also jemand, der Jahrzehnte nachgewiesen hat, dass er Performance liefert, dass er ein absolutes Gespür und eben auch die Rationalität hat, an den Märkten erfolgreich zu sein. Und dann kommt jemand wie Michael Saylor von MicroStrategy, der sagt, naja, also der verbrennt doch faktisch Geld mit seinen hohen Cash-Positionen. Und das ist aus meiner Sicht jetzt eine hochinteressante Zeit. Wir werden uns wahrscheinlich an diese Aussagen von Michael Saylor später mal erinnern können. Denn Michael Saylor, der fährt ein gehebeltes Bitcoin-System, könnte man sagen, das so lange gut geht, bis es eben nicht mehr gut geht. Und die Anleger sind bereit, für seine MicroStrategy-Aktie eine massive Prämie obendrauf zu bezahlen. 2,7 beträgt die. Also die Aktie ist 2,7 mal mehr wert als eben das, was man an Bitcoin hält. Schauen wir uns die ganze Situation mal an. Hier ist der gute Michael Saylor von MicroStrategy, der sagt, ja, also hier der Warren Buffett, der verbrennt doch hier wirklich das Kapital seiner Investoren auch, denn da kriegt er vielleicht mal nach Steuern gerade 3% Rendite auf seine Position. Wir wissen, dass Warren Buffett ja sehr stark in T-Bills investiert ist, also in kurz laufenden Staatsanleihen, ganz wenig gekauft hat, sehr viel verkauft hat, hohe Cashbestände hat und hier Teile des Geldes eben in diese T-Bills, in diese kurzlaufenden Staatsanleihen investiert mit einer Rendite von um und bei 4, irgendwas Prozent. Jetzt aber nach Steuern dann nur noch 3% und jetzt sagt der gute Michael Saylor, ja, also wenn ich mal eine ruhige Stunde hätte, um mit ihm zu reden, würde ich sagen, also kauft doch besser Bitcoin, so wie wir das tun. Das rechnet sich richtig. Und in der Tat, gucken wir mal seit der Wahl von Donald Trump. Dogecoin 141%, die Aktie von MicroStrategy 87%, Coinbase Krypto-Plattform 67%, dann Tesla und dann schon Bitcoin mit 35%. Also ist gut gelaufen, wird also auch weiter gut laufen, denkt sich der gute Michael Saylor. Und hat offenkundig jetzt einen Termin vereinbart mit der Führung von Microsoft. Also MicroStrategy trifft Microsoft, könnte man sagen. Und Microsoft hat ja auch ein bisschen was Cash, nämlich schlanke 78 Milliarden. Und da sagt er, warum wollt ihr das nicht auch in Bitcoin investieren? Und MicroStrategy, by the way, ist jetzt als Unternehmen mehr wert als die zwei größten Goldminenbetreiber, nämlich Newmont Mining und Barrick Gold. MicroStrategy bringt jetzt mal, wenn ich das richtig sehe, hier 49 Milliarden Dollar auf die Waage. Also ist praktisch hier, nee, MicroStrategy ist bei 87 Milliarden Dollar und die beiden anderen Goldminen, also die Goldminenbetreiber, die sind deutlich darunter, 7 Milliarden Dollar drunter. Also wir sehen, da ist schon einiges gelaufen und da sehen wir erstmal das Prinzip von MicroStrategy respektive von Michael Saylor. Und das ist ein extrem gehebeltes Prinzip, das on the long run aus meiner Sicht nicht gut gehen kann, aber man glaubt eben noch dran und zwar läuft das so, der gute Michael Saylor macht Schulden, um Bitcoin zu kaufen. Wenn Bitcoin steigt, dann hat man noch mehr Assets, weswegen man noch mehr Schulden kann, um damit noch mehr Bitcoin zu kaufen und so weiter. Also Bitcoin steigt weiter, kannst du noch mehr Schulden machen, kannst du noch mehr Bitcoin kaufen. Das alles in der Endlosschleife und das funktioniert so lange, bis es eben nicht mehr funktioniert. Wann funktioniert es nicht mehr? Wenn letztendlich der Bitcoin-Preis dann fällt und die teuren Zukäufe in der Luft hängen ein Stück weit, also praktisch dann bilanziell einen Verlust ausweisen, der dann so groß ist, dass diejenigen, die ihm bisher Geld geliehen haben, dann sagen, nee, du kriegst von uns kein Geld mehr. Er hat ja dann Anleihen auf den Markt gebracht, der gute Michael Saylor, um das Ganze zu finanzieren. Die würde er dann nicht mehr verkaufen können. Hier sehen wir mal MicroStrategy in Relation sogar zu Bitcoin. Zu Nvidia, extremer Outperformer. Also das ist schon sehr, sehr sportlich, was hier passiert. Wird natürlich so weitergehen. Das denkt auch Robert Kiyosaki, den manche vielleicht von Ihnen kennen. Ich habe mal ein Gespräch mit ihm gehabt, wirklich ein absolutes Alpha-Tier, muss ich sagen, also selten so einen charismatischen Typen erlebt. Und wir kennen das ja vielleicht Rich Dad, Poor Dad oder diese ganzen Geschichten. Und der sagt, ja, also Kiyosaki, 13 Millionen der Bitcoin-Preis laut Michael Saylor, ich glaube, der Mann hat recht, das ist ja ein kluger Junge.
Und jetzt würde ich an eurer Stelle auch kaufen. Ich tue es auch. Also immer schön rein damit. Und hier einer der seltenen kritischen Kommentare. Ja, spring einfach nur schön ins warme Wasser. Nur 90.000 für etwas, von dem niemand weiß, wer es erfunden hat, wodurch es versichert oder sozusagen abgesichert ist. Extrem volatil, unstabil. Geht meistens rauf. Was kann da schon schief gehen? Also da ist natürlich nichts, was irgendwie schief gehen kann. Und hier sehen wir mal diese Prämie. Die Prämie wäre sozusagen bereit ist, MicroStrategy die Aktie zu kaufen, anstatt gleich Bitcoin zu kaufen. Der zahlt eine Prämie von 2,7, zahlt also 2,7 mal so viel, wie er eigentlich müsste, wenn er direkt Bitcoin kauft. Und das ist schon ein bisschen sportlich. Der Bitcoin-Apostel Michael Saylor dagegen, der hat schon ein bisschen Kasse gemacht. Der ist also aus der Nummer schon raus. Dem kann nicht mehr viel passieren. Den Anlegern kann was passieren, wenn sie eben zum Beispiel die MicroStrategy-Aktie jetzt auf dem gegenwärtigen Kursniveau kaufen, dann kann das Ganze noch weiter raufgehen, gar keine Frage. Aber ich denke, früher oder später wird dieser Fahnenstangenschacht in sich zusammenfallen. Bitcoin übrigens hat jetzt als oder hat in Sachen Marktkapitalisierung sogar das britische Pfund überholt. Also wenn man mal guckt, wie viel Geld ist da draußen sozusagen in dem jeweiligen Währungsraum, dann ist das die Nummer 1 der Yuan, Nummer 2 der Dollar, dann kommt schon der Euro. Und an Nummer 5 Bitcoin jetzt vor dem British Pound, interessanterweise, und Rückendeckung kommt da auch nochmal so ein Stück weit, dadurch, dass der eher weniger kryptofreundliche SEC-Chef Gensler jetzt abgelöst wird durch Theresa Gillian, die auch aus dem Showbusiness letztendlich kommt. Also das ist so ein Muster bei Donald Trump. Apropos Trump, seine Aktie, diese Truth Media Aktie, die gestern unter Druck, nachdem hier offenkundig man bereit ist oder willens ist, eine Kryptofirma namens Bakkt zu kaufen. Die Aktie ist daraufhin 9% gefallen. Also da scheint man an diese Krypto-Geschichte nicht so ganz zu glauben seitens der Investoren. Gucken wir uns mal an, was gestern an den Märkten gewesen ist. Technologie war die Nummer 1, aber vor allem eben sehen wir, dass der Nasdaq 1% im Plus gehandelt hat. Also hier vor allem die Tech-Werte, die gut gelaufen sind. Wir sehen, dass die Marktbreite miserabel war von den 100 von den Top 100 S&P 500 Unternehmen, also den Top 100 aus den 500 Unternehmen im S&P 500, da sind nur 38 gestiegen, also gut ein Drittel, der Rest ist gefallen, und das obwohl der Index im Plus ist. Warum war er im Plus? Weil die Nvidia fast 5% gestiegen ist. Das hat auch andere Tech-Aktien ein bisschen mitgezogen, aber ansonsten viel Rot auf breiter Front, trotz der weitgehend positiven Indizes. Und Nvidia hat jetzt vor den heutigen Zahlen mit einer Marktkapitalisierung von 3,6 Billionen die Apple wieder überholte, die es auf 3,45 Billionen bringt, und Microsoft dann spottgünstig im Vergleich mit 3,1 Billionen. Also wer da nicht zugreift, der weiß ich ja auch nicht, was mit dem nicht stimmt, meine Damen und Herren. Man erwartet von Nvidia heute eine Bewegung von plus minus 13 Dollars. Also so 8 bis 10%, das dürfte dabei rauskommen. Die gute Ipek Obkardeskaya, eine Analystin von Swissquote, sagt, ja, also das dürfte dann im S&P 500 so 1 bis 2% nach oben oder nach unten werden, je nachdem, wie die Zahlen eben reinkommen und vor allem der Ausblick reinkommt. Selbst wenn die Zahlen übertreffen, dürfte das nicht hundertprozentig dazu führen, dass die Aktie steigt, weil eben die Erwartungen schon so hoch sind. Mal sehen, was da passiert, so oder so. Wir sehen, dass jetzt der größte Positionsanstieg in Aktien passiert ist, den wir in der Geschichte gesehen haben, seit dem Sieg von Sam Donald. Der S&P und der Nasdaq dennoch nicht auf Allzeithoch, wie wir trotz des gestrigen positiven Handelstages gesehen haben, aber die Ein-Monats-Momentum-Bewegung ist jetzt so überkauft wie seit 2007, nicht mehr, macht nichts, Geld, es wird noch weitergehen, weil im Video, na, wird liefern. Kommen wir zu something else, nämlich das, was mit Seth Dangle dann passieren wird. Hier erwartet man, dass die Zölle, so sagt es zumindest Morgan Stanleys Chefvolkswirt Mr. Carpenter, dass die Zölle also die US-Wirtschaft belasten werden. Das dürfte frühestens Ende Februar dann, wenn Trump am 20. Januar ins Amt kommt, dürften frühestens Ende Februar, Anfang März
die ersten Zölle kommen, vielleicht sogar ein pauschaler Zoll kommen auf alles 10%, außer China, vielleicht Mexiko, da noch höher. Also da ist man ein bisschen skeptisch und sagt, das wird die US-Wirtschaft bremsen. Und was ohnehin jetzt schon passiert, ist, dass die Logistikfirmen jetzt schon sozusagen schon auf Lager bestellen, noch versuchen, sich schnell voll zu machen, bevor eben dann diese Zölle kommen. Extreme Nachfrage deswegen. Und dann 15. Januar, ja, diese Frist ablaufend in Sachen Hafenarbeiterstreik. Die wollen ja bis sie was über 50% Lohnanstiege haben. Das ist bescheiden Geld. Der Chef der Gewerkschaft hat ja gesagt, ja, wir sind ja in Corona, haben wir sozusagen hier die Stellung gehalten und so weiter. Und da sind viele gestorben. Bla bla. Das ist natürlich alles Bullshit. Im Hafen kannst du viel größeren Abstand halten zu anderen Arbeitenden als etwa in Pflegeberufen. Da geht das nicht. Also das ist alles vorgeschoben, um hier sozusagen diese extreme Lohnforderung zu rechtfertigen. Hier sehen wir mal einen Tweet von Elon Musk. Der sagt, also es gibt so viele Fake-Jobs, zum Beispiel auch dieser Job für Director Climate Diversification, also Klimadiversifikation, was auch immer, das ist geil, aber es klingt gut. Naja, und er sagt, also solche Quatsch-Jobs, die würden wir sofort abschaffen, da bin ich bei ihm. Elon Musk hat es ja auch wirklich geschafft, 90% der Twitter-Mitarbeiter zu entlassen und die Plattform ist besser geworden seitdem, aus meiner Sicht, Quellenkritik viel besser. Jetzt kann man streiten, Musk und so weiter, ich kenne diese ganzen Geschichten, Hassrede, bla bla, aber du siehst, alle Seiten, die hier vertreten sind, das ist aus meiner Sicht Free Speech und das ist gut so, auch wenn Dinge, die passieren, die überhaupt nicht meiner Meinung sind, konträr zu meiner Meinung sind, dann muss ich das einfach ertragen können und das gilt auch für die linksautoritäre Mediengesellschaften, die hier eben genau das nicht wollen, die sich ja eher als Erzieher sozusagen der Bevölkerung begreifen. Und hier sehen wir jedenfalls, dass Musk in der Lage ist, das wahrscheinlich durchzuziehen. Apropos Musk, der gute Joe Biden wird heute 82 Jahre alt. Er wirkte so ein bisschen verloren auf dem G20-Gipfel, war auch nicht in der Mitte des Bildes, da war Xi Jinping. Der war eher so am Rande und manchmal hat man das Gefühl gehabt, der weiß vielleicht gar nicht, wo er ist. Er wirkte so ein bisschen neben der Spur, aber der gute Joe, der ist jetzt über 50 Jahre im Public Service. Der hat also noch nie irgendwo anders gearbeitet als eben irgendwie in der Politik. 36 Jahre Senator, 8 Jahre Vizepräsident, derzeit ja 46. Präsident. Und der hat noch zu tun mit eben jetzt dieser Problematik, dieses Seekabel. Ich hatte das gestern thematisiert. Jetzt auch die Financial Times. Die Verdachtsmomente sind extrem hart. Ein chinesisches Schiff namens Jipeng 3, das aus Russland kam, zuletzt in einem russischen Hafen Gelegenheit hatte. Und vermutlich war es einfach so, dass man den Anker hat schleifen lassen und dadurch diese Seekabel zerstört hat. Daraufhin hat dann die dänische Marine dieses Schiff angehalten und ist an Bord gegangen, hat also Bordzugang erzwungen. Hier sehen wir das nochmal. Die Schweden are taking a hard look at the Chinese vessel, so sagt eine Person, wie die Financial Times jetzt berichtet. Und einen harten Look macht man auch in die Kanzlerkandidatur von dem Kanzler, wie heißt er, Scholz, also jener Bundeskanzler, der etwa das Charisma eines Aktenordners hat, könnte man sagen. Und der kann jetzt scheinbar nicht mehr ins Ausland reisen, so ein Twitter-Kommentar, ohne dass er Angst haben muss, dass zu Hause gegen ihn geputscht wird, während er im Flieger sitzt. Kenne man bisher nur von Failed States in Afrika, aber man hat sich nicht festgelegt seitens der SPD-Spitze, die gestern ja getagt hat und sich zu ihm bekannt. Nächste Woche wird das wohl erst passieren. Und das wird der SPD nicht gut tun, diese ganze Diskussion. Ich will nochmal hier verweisen, da habe ich den Titel vergessen hier hinzuschreiben, aber es geht auf jeden Fall, jetzt werden Optionen auf Bitcoin-ETFs möglich. Also das ist der nächste Push für diese Krypto-Geschichte. Es kann nur nach oben gehen. Ich packe Ihnen den Titel wie auch den Link unter das Video und verweise als letzten Aufruf, meine Damen und Herren, auf das Webinar mit Dr. Bastian Siegert. Da wollen wir sprechen über diese wahnsinnigen geopolitischen Entwicklungen, über Trump. Was macht ein Portfolioverwalter jetzt mit dem Geld? Hat er Umschichtungen gemacht? In welche Richtung geht er? Welche Trends sieht er? Sieht er Risiken? Geopolitik, Trump, wird er deswegen bestimmte Dinge verändern oder nicht? Seien Sie dabei. Wenn Sie sich anmelden, dann bekommen Sie den Link, wo Sie dieses Webinar ab 19 Uhr anschauen können. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich Sie da begrüßen kann. Den Link packe ich schon unter das Video und sage jetzt erstmal tschö. Servus, ciao.